Das, meine Damen und Herren, war der Anpfiff des unparteiischen Valery Botenko aus der UdSSR. Der SFC Köln spielt also in den weißen Trikots von rechts nach links. Sie haben es gehört, Karl-Heinz und Bernd Förster vom VfB Stuttgart müssen heute zuschauen. Und so musste Trainer Sundermann die Abwehr gezwungenermaßen umstellen. Bonhoff, der Mannschaftskapitän. Auch der 1. FC Köln heute nicht in der Formation wie vor 14 Tagen. Garber, der Libero, heute nicht dabei. Dafür aber wieder mit Kapitän Rainer Bonhoff. Ohlicher. Der erste verunglückte Flankenball von Rainer Bonhoff. Hier macht er seinen Fehler wieder gut. Wilmer Kullmann also heute Libero beim 1. FC Köln. Wir wollen sehen, wie die Stuttgarter ihre Abwehr neu formiert haben. Libarski. Dann ein Schussversuch von Strack. Der VfB Stuttgart also wie erwartet von Beginn an unter Druck. Es mögen etwa 20.000 Zuschauer sein, die hierher gefunden haben. Die äußeren Bedingungen, die Temperaturen etwa um den Gefrierpunkt, der Platz hart gefroren. Aber auf der einen Seite, auf der rechten, eine aufgetaute Schicht über dem hart gefroren, der so etwa wie Schmierseife wird. Wir wollen sehen, wie die Spieler damit zurechtkommen. Holscher, der Libero. Ein böses Foul an Konopka. Hier noch einmal die Attacke von Tüfeci. Hier hätte man durchaus auch eine gelbe Karte geben können. Freistoß für Köln durch Bonhoff. Botteron. Der Direktschuss von Botteron abgefälscht und so gibt es den ersten Eckball für Köln nach genau 12 Minuten. Bonhoff. Und zum wiederholten Male gute Reflexe von Torwart Rohleder und die zweite gelungene Aktion von Mittelstürmer Dieter Müller. Ein gut angesetzter Kopfstoß, den wir hier noch einmal sehen. Schöner Pass von Hans Müller,
Hadewitz. Und gutes Stellungsspiel von Torwart Schumacher, der hiermit die mögliche 1:0-Führung für Stuttgart verhindert. Noch einmal, der kluge Pass, steil gespielt zu Hadewitz. Und Torwart Schumacher. Gut 17 Minuten gespielt, weiterhin 0:0 zwischen dem ersten FC Köln und den Gästen aus Stuttgart. Und der erste Angriffsschwung der Kölner scheint zunächst einmal dahin. Der VfB Stuttgart hat sich besser auf die Spitzen des ersten FC Köln eingestellt. Rainer Bonhoff, Kopfball. Und immer wieder das Duell Woodcock gegen Hadewitz. Ein 2:0 würde dem 1. FC Köln ja reichen, da ja bei Tor- und Punktgleichheit die auswärts erzielten Treffer doppelt zählen. Der VfB Stuttgart könnte sich sogar eine 2:4 Niederlage erlauben, um weiterzukommen. Und nur bei einem Ergebnis von 3:1 für Köln würde dieses Spiel um 2×15 Minuten verlängern. Aber soweit ist es ja lange noch. Tüfici. Ein wieseflinker Stürmer. Hans Müller im Doppelpass. 20 Meter und Glanzparade von Torwart Schumacher. Kullmann Budkov. Das war die dritte gut herausgespielte Tormöglichkeit für den ersten FC Köln. Demgegenüber stehen zwei gute Chancen für Stuttgart. Das musste einfach die 1:0-Führung für Köln sein. Littbarski hatte sie auf dem Fuß und wie er sie vergab, das sehen Sie hier. Völlig frei verzieht er diesen Ball. Rinus Michels sicherlich verärgert über diese Aktion von Littbarski. Dann Konopka. Und dann doch die 1:0-Führung für Köln durch Dieter Müller. 23. Spielminute und wir werden sehen, wenn die Wiederholung kommt, dass Torwart Rohleder keine Abwehrmöglichkeit hatte, denn dieser Schuss war noch abgefälscht. Hier die Vorbereitung von Konopka. 1:0-Führung, Torschütze war dann Dieter Müller. Und jetzt zieht er ab. Und mir war es so, als wenn Hadewitz den Ball noch berührt hätte. Keine Chance für Rohleder. Engels, kluger Pass. Und Woodcock kommt nicht an den Ball, weil Kelch dazwischen stürzte und zum Eckball klärte, der bereits ausgeführt worden ist durch Engels. Und jetzt brennt es im Stuttgarter Strafraum lichterloh. Wieder war es Dieter Müller, der fast sein zweites Tor erzielt hätte.
Ich deutete es schon an, dieser Boden ist gefährlich. Hier die Rückgabe von Engels noch einmal zu sehen. Ganz lässig wollte er es machen. Und sofort spritzte ein Stuttgarter dazwischen. Und zum wiederholten Male musste Schumacher diesen Fehler seines Abwehrspielers ausbügeln. Adewitz. Hattenberger hat freie Schussbahn. Ja, nun häufen sich die Chancen für Stuttgart. Noch einmal der gescheite Doppelpass Hattenberger im Strafraum. Und da hat Torwart Schumacher viel Glück. Ich muss wirklich sagen, dass mir Schiedsrichter Butenko ausgenommen gut gefällt. Auch diese Abseitssituation von Woodcock hat er sofort erkannt. Torwart Rohle. Noch knapp 60 Sekunden zu spielen in der ersten Hälfte. Der 1. FC Köln führt weiterhin durch ein Tor, das Dieter Müller in der 23. Minute erzielte mit 1:0. Eine Führung, die glücklich war, muss man sagen, denn nach 30 Minuten kamen die Stuttgarter besser ins Spiel. Allgöwer, Hans Müller, Martin und Hattenberger hatten den Ausgleich gewissermaßen auf dem Fuß. So bleibt es bei der knappen Führung für Köln nach 45 Minuten. Und alle auswärtigen Besucher, die einen Begleiter verloren haben, sich treffen möchten. Ich sehe, meine Damen und Herren, haben beide Trainer ihre Mannschaften unverändert in die zweite Hälfte geschickt. Keine Veränderungen also bisher. Engels mit starken Szenen bislang im Mittelfeld, aber mit Schwächen im Abschluss. Trainer Sundermann scheint seiner Elf in der Kabine doch wohl mit auf den Weg gegeben zu haben, sich nicht so zu verstecken. Denn mir scheint es, als würden die Stuttgarter nun doch etwas offensiver spielen. Konopka versetzte Hans Müller und wird festgehalten. Prompt erfolgt der Pfiff. Sie sehen, Shake Hands. Das Spiel weiterhin sehr fair, das muss man auch hier in aller Deutlichkeit einmal sagen. Konopka. Wieder mal eine Gelegenheit vertan, diesmal von Strack. Wir sehen diese Szene noch einmal. Libarski, Rückpass zu Kullmann. Und dann rutscht der Ball über den Außenriss von Strack ins Aus. Eine gute Stunde gespielt, immer noch führt der 1. FC Köln durch das einzige Tor von Dieter Müller in der 23. Minute mit 1:0. Bonhoff. Das ist das einzige Richtige, was man jetzt machen kann bei dem nassen, tückischen Boden. Aus der zweiten Reihe schießen, so wie Bonhoff es gerade tat. Denn allzu oft ist ein
Bein eines Angriffs- oder Abwehrspielers dazwischen. Und so sehen die Torhüter bei solchen Szenen meistens schlecht aus. Rainer Bonhoff beim 10. Eckball für den 1. FC Köln. Und da ist der Ball im Tor. Und diesmal war es der Torhüter Rohleder, der ausrutschte. Und Woodcock markiert das 2:0 für den 1. FC Köln. Hier die Szene noch einmal. Eckball Bonhoff. Jetzt sehen Sie, dass Rohleder ausrutscht. Und nach dem Kopfball von Strack war Woodcock noch zuletzt am Ball. Und es heißt 2:0 für den 1. FC Köln nach 62 Spielminuten. Wittbarski, verfolgt von Hans Müller. Noch ist die Gefahr nicht vorbei, Wilmer. Gewaltiger Schuss von 20 Metern. Torwart Rohleder. Einwurf für Köln durch Rainer Bonner. Der VfB Stuttgart hat jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, aus dem 0:2 möglicherweise ein 1:2 zu machen. Denn bleibt es bei diesem Ergebnis, ist der VfB Stuttgart draußen und der 1. FC Köln im Viertelfinale. Auf der anderen Seite, Sie können es im Bild nicht sehen, wartete Konopka auf einen Wechsel, der nicht kam. Und so haben die Stuttgarter Gelegenheit, ihr Spiel noch einmal aufzubauen. Hans Müller, der gegen Bonhoff nun doch größere Schwierigkeiten hat als in der ersten Spielhälfte. Woodcock im Zusammenspiel mit Dieter Müller. Dann wird er geschickt. Bleibt im Ballbesitz. Und wechselt auf Rainer Bonhoff. Ein tückischer Aufsetzer von Bonhoff. Groth war es, pardon. Auch der 1. FC Köln wechselt noch einmal aus für Litwarski mit der Nummer 5. Kommt Hartmann mit der Nummer 14 ins Spiel. Der Schachzug von Trainer Rinus Michels ist klar. Hartmann spielt jetzt Spitze und Dieter Müller wird zurückgezogen, soll die eigene Abwehr mit verstärken. Und da ist der Ball im Tor. Der Ball ist im Tor. Sie sehen die Freude bei Trainer Sundermann. Ein kurioser Treffer. Hier der lange Ball. Von Hattenberger geschlagen. Konopka setzt noch nach. Doch weder er noch sein Torhüter kommen an den Ball. Tor für den VfB Stuttgart, neuer Spielstand 2:1. Jetzt wird es natürlich noch einmal spannend. Da ist der Ball wieder im Tor. Strack ist der Torschütze. Mein Gott, ist das ein aufregendes Spiel. Strack erzielt das 3:1 für den 1. FC Köln. Turbulenz in den letzten Minuten. Einmal dringend die Süd-
Hier der Direktschuss von Strack. Keine Abwehrmöglichkeit von Rohrleder. Fasst man nun beide Ergebnisse zusammen, nämlich das von Stuttgart und das Resultat von heute, bis zu diesem Zeitpunkt, dann würde das Spiel verlängert. Konopka, Hans Müller rutscht an ihm vorbei. Hartmann zu Engels. Attackiert von Ohlicher. Freistoß. 3,5 Minuten noch. Freistoß Konopka. Die Entscheidung durch Engels. Immer noch hohes Tempo und viel Kampf in dieser Begegnung. Rainer Bonhoff am Boden hat was abbekommen. Kakoko hat die Chance zur Entscheidung. Schumacher verhindert den Anschlusstreffer. Noch sind gut 20 Sekunden zu spielen. In der regulären Spielzeit zwischen Köln und Stuttgart. Foulspiel Hattenberger. Freistoß längst ausgeführt. Schiedsrichter Butenko beendet die 90 Minuten. Es steht 3:1. Das gleiche Resultat wie im Hinspiel in Stuttgart. Das heißt Verlängerung 2x15 Minuten. Die letzten 15 Minuten, meine Damen und Herren, in der zweiten Verlängerungshälfte im UEFA-Pokal-Rückspiel zwischen Köln und Stuttgart. Noch ist in dieser Verlängerung kein Tor gefallen. Aber eine Entscheidung, die gibt es heute Abend. Denn sollte auch in den nächsten 15 Minuten keiner Mannschaft ein Treffer gelingen, dann gibt es hier auch ein Elfmeterschießen. Holscher schlägt den Ball einfach nach vorne. Engels. Jetzt in den nächsten 14 Minuten, da zählen keine gescheiten Doppelpässe mehr. Da heißt es, wer hat die bessere Kondition? Wer ist moralisch stärker? Wer hat die glücklichere Hand? Und da ist ein Tor gefallen. Tony Woodcock. Nach 106 Minuten erzielt Tony Woodcock das 4:1 Tor für den ersten FC Köln. Das 4:1. Hier bleibt der Sieger gegen Hadewitz und dann mit dem linken Fuß ins lange Eck. 4:1 durch Woodcock. Hartmann bleibt im Ballbesitz. Wieder Woodcock. Welch eine großartige Parade von Torwart Rohleder, der sich dem herausstürzenden Engels entgegenwarf und somit sicherlich die endgültige Entscheidung verhinderte. Noch gut 8 Minuten zu spielen, Rinus Michels, der Kölner Trainer. Seine Mannschaft liegt in Führung. 4:1 der Gesamtstand, ein Tor für Köln in der Verlängerung.
Jürgen Sundermann, der Coach von Stuttgart. Noch einmal ein Disput von Libero Holscher mit dem Schiedsrichter, der, und das darf ich noch einmal sagen, bislang, wie ich finde, gut gepfiffen hat. Jetzt heißt auch bei den Köln nur noch die Devise, den Ball wegschlagen, Spielaufbau nicht mehr erkennbar. Kakoko, Rainer Bonhoff, für mich der stärkste Spieler auf Kölner Seite. Eckball für Stuttgart, vielleicht der letzte. Sie sehen die Einblendung, meine Damen und Herren, noch eine Spielminute. Schumann. Nun wird jede Aktion auch beklatscht. Herrlicher Steilpass. Rohleder hat wieder einmal aufgepasst. Und so kam Kroth um etwa zwei Schritte zu spät. Wir zählen die Sekunden, meine Damen und Herren. Es sind noch 30. Und bleibt es bei diesem Resultat, dann würden die Kölner ins Viertelfinale rutschen. Denn sie führen in der Verlängerung durch Tore von Dieter Müller, Woodcock, Strack und noch einmal Woodcock. Und nach einem Eigentor mit 4:1. Wenn man resümieren will, so muss man sagen, dass der Sieg der Kölner in Ordnung geht. Sie waren über die gesamte Distanz gesehen die bessere Mannschaft. Dennoch ein Kompliment auch an Jürgen Sundermann und seine Elf, an Stuttgart. Denn jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart verlässt als Verlierer den Platz. Der 1. FC Köln, Sie sehen die Szenen, gewinnt verdient mit 4:1 in der Verlängerung. Diese Bilder sagen alles. Stuttgart ist draußen, Köln eine Runde weiter. Guten Abend, meine Damen und Herren.